Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich denke, so langsam wird es. So, wir schalten mal auf mittlere Geschwindigkeit und dann gucken wir mal, was jetzt als nächstes ansteht. Wir sollten, glaube ich, erstmal so ein bisschen rummoppen. Hier ist irgendwie ein bisschen was verschütt gegangen, warum auch immer. Ist hier noch mehr? Hat da wieder irgendjemand geweint? Unsere alten Stressweiner immer. Okay. Ziel für die heutige Folge wird, dass wir das hier öffentlich machen. Wartet mal. Das müssen wir canceln. Das müssen wir hier niedriger machen. Wir canceln das mal ganz schnell. Zack. Und dann lassen wir hier die Teils so einbauen. Und dann sollte jetzt ja alles stimmen. So. Als nächstes würde ich ganz gerne das Wasserprojekt jetzt beenden. Und das wisst ihr jetzt nicht, aber ich habe das letzte Mal gestern aufgenommen. Also direkt für die Mittwochfolge. Und habe dann nicht weiter aufgenommen, sondern wollte erstmal drüber nachdenken. Und jetzt bin ich halt im Moment echt am Überlegen, was ich denn hier Kluges tue. Ich könnte natürlich noch eine Batterie hier oben irgendwie hinbauen. Das ist meine Empfehlung von Pernsteingolem. Das würde nämlich eventuell dazu führen, dass es hier drin ein kleines bisschen wärmer werden würde. Ist ja was, wir stellen das Ding einfach direkt hier hin. Und dann verbinden wir einfach das Kabel hier so blob mit. Wobei das da Quatsch ist, wartet mal. Cancel Building. Das weg und ich will das hier canceln. Nein! Genau, nein! Ach, Entschuldigung. Jetzt canceln wir das einfach mal. So. Problem erledigt. Ich glaube, wir bauen das einfach mal hier oben hin. Das würde ja dann auch, glaube ich, die heiße Luft mit ansaugen. Und da oben ist es so ein bisschen aus, aus der Sichtweite. Ich denke, das ist eigentlich ganz okay. Und ich habe jetzt im Moment sowieso nicht vor, dort oben was hinzubauen. Insofern. Warum denn nicht? Gut, jetzt kommen die hier hoffentlich langsam hinterher. Jetzt müssen wir hier unten nochmal gucken. Das würde ich jetzt endlich mal ganz gerne hier komplett fertig machen. Blob. Und blob. Hier unten müssen die auch noch ein bisschen weitermachen. Wieso unreachable? Könnt ihr hier nicht runterflitzen? Na gut, wenn nicht, dann lassen wir erstmal hier so das Wasser ab. Und dann wird das schon. Wir gucken mal, was die Rohre machen. Na, im Moment kommen wir doch noch gut hinterher, oder? Wir lassen es mal schneller laufen. Und eigentlich schon. Ja gut, es staut sich immer wieder mal ein bisschen, aber damit werden wir wohl im Moment leben müssen. Was sagt das hier eigentlich? Ach, das geht hier gar nicht weiter. Ich würde das Wasser hier am liebsten ablaufen lassen. Also, gucken wir mal uns das mal genau an. Ich denke, das können wir hier mal deconstructen. Uproot und dann deconstruct. Den gleichen Spaß machen wir mal hier. Uproot und deconstruct. Dann bauen wir jetzt hier einfach das Rohr. Wir dekonstruieren die Rohre. Ich hoffe, dass das irgendwas bringt. Und wir sollten hier vielleicht mal so. Ja, genau. So, wo ist unser Problem? Unser Problem geht eigentlich hier los. Dann dekonstruieren wir hier mal alles. Okay, das kriegen wir doch hin. Es sind jetzt vielleicht ein bisschen viele, ja, Aufträge, aber damit müssen wir jetzt mal aktuell leben. Und
Und damit verschwindet nämlich jetzt erstmal hier unser Dreckproblem. Und wir sollten das eigentlich wieder alles schön nutzen können. Sehr gut. So, als nächstes. Warte mal, eine Liquid Pipe. Das soll ebenfalls deconstructed werden. Den hier unten würde ich dann am allerliebsten natürlich in die isolierten Pipes reinbauen lassen. Plumbing ist hier. Insulated. So, jetzt schauen wir mal. Kommen die da überall ran? Sollte klappen. Und da habe ich halt noch drüber nachgedacht, ne, ob wir hier unten dann einfach wirklich einen Auffangbehälter machen. Aber da müssen wir nämlich noch eine Pumpe betreiben. Und das ist so ein bisschen das, was mir im Moment Sorgen macht. Unsere Energie, wir kriegen halt das einfach nicht alles gedeckt. So sieht es einfach aus. Deshalb werden wir uns jetzt nochmal was anderes ansehen. Was ist denn dieser Natural Gas Generator? Was ist denn Natural Gas? Wie komme ich denn da ran? Ich habe keine Ahnung. Und was sagt die Temperatur mittlerweile? Ja, ich glaube, wir kriegen das jetzt schon langsam wärmer. Wartet mal, Hypothermie? Wieso das denn? Ist ihm das Wasser hier zu kalt oder was? Ich check's nicht. Okay, wir müssen jetzt hier auch mal wieder kontinuierlich neue Frostbuns produzieren. Denn es sieht ganz danach aus, als hätten wir auch nichts mehr zu essen. Ha. Okay. Wir werden hier mal Frankie hinschicken. Und ich hoffe, dass er dann wieder wird. Wird dem jetzt auch kalt? Hm. Oh Mann. Ich würde mir echt mal wünschen, dass die ganze Sache ein bisschen leichter wäre. Aber das möchte es wohl nicht. Was ist denn da hinten? Ja, das sieht doch im Moment ganz gut aus. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Das sollten wir doch schaffen. Haben wir eigentlich noch Algen? Wir haben noch Algen, okay. Ihr baut aber irgendwie auch immer die falschen Dinge, oder? Naja, gut, soll mir recht sein. Ihr werdet das schon noch schaffen. Da unten sieht es noch nicht so gut aus. Und mit der Kohle gefällt mir das gar nicht. Wir haben jetzt noch 5 Ladungen, dann war's das. Hm.
Ich würde ihm eigentlich ganz gerne sagen, dass der jetzt nichts produzieren muss, weil wir eigentlich genügend Energie aktuell haben. Aber er tut es trotzdem. Kann man dem hier irgendwas sagen? Die Research Station zieht im Moment nichts. Die Massagedinger ziehen nur immer was. Das zieht auch was. Die Cooking Station zieht im Moment nichts. Electrolyzer und Co. ziehen also immer nur was, wenn sie kurz anspringen. Und das gleiche gilt für die Liquid Pumps. Pumps. Mhm. Die Gas Pump allerdings, die läuft immer. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens das schon mal. Dann hat sich das doch gelohnt, da mal reinzugucken. Hm. Da unten geht noch nichts weiter. Hier sind sie immer noch nicht weiter. Mach das nochmal fertig, ihr Nasen. Ich sehe schon wieder, welche sterben. Wir sollten vielleicht mal gucken, wer da jetzt neu kommen könnte. Gleich mal Ersatz ordern. Ein Binge Eater werde ich nie wieder nehmen. Ugly Crier könnte okay sein. Was hat der denn? Okay. Nein, wir müssen alle rejecten. So ein Scheiß. Müssen wir warten, dass wir demnächst wieder bessere kriegen. Die waren jetzt schon wieder so verlobst. Mit lauter negativen Eigenschaften. Das hilft uns halt nichts, ne? Wie geht's dir denn mittlerweile? Ich denke, wir können sagen, du gehst einfach mal weiter. Wieso denn schon wieder Food Shortage? Es läuft doch eigentlich alles. Was wäre hier gestorben? Mima ist Starved to Death. Ich sehe hier keine Mima. Aha. Das läuft ja gut. Bootshot, das klingt nicht gut. Und irgendwas ist hier decayed. Das wiederum ist ziemlich scheiße. Rotten Sleetweed Grain, okay. Das klingt jetzt nicht so gut. Oh shit, es ist richtig viel kaputt gegangen. Alter. Das darf jetzt nicht passieren. Ich dachte, das war extra kalt hier. Wir geben dem jetzt hier mal schnell die höchste Priorität. Die müssen das endlich fertig bauen. Ich muss dringend mehr Nahrung produzieren. Sonst haben wir sehr bald ein großes Problem. Okay. Jetzt kommen sie, glaube ich, wieder relativ gut hinterher. Mhm. So, holt mal mehr Stuff. Und dann müssen wir hier nämlich neue Farmteils und so weiter einbauen. Wobei die eigentlich reichen sollten, sofern die guten... Ja, doch. Gib mal Gas, Jungs.
Wrong, Irigi. Wieso das denn jetzt? Jetzt soll doch jetzt passen. Wieso kriegt ihr denn jetzt echt kein Wasser? Hm? Sollte doch passen. Jetzt passt's. Okay. Nee. Was wollen die denn als Wasser haben? Hä? Was ist hier los? Was läuft hier nicht? Oh, fuck. Ich hätte... Leck mich fett. Nicht euer Scheiß Ernst. Jetzt kann ich hier nochmal anfangen und den ganzen Mist wegmachen. Das ist doch nicht euer Ding. Das könnt ihr doch nie so meinen. Und das da hinten werden wir mal canceln. Und dann müssen wir den ganzen Mist jetzt hier unten irgendwie durchleben. Dreck. Gott, ich hoffe, die kommen daran. Jetzt müssen wir dem natürlich hier auch wieder eine Priorität geben. Oh Mann. Leck mir doch mal fett hier. Also heute läuft's nicht gut. Eine Panne nach der anderen. Und hier ist doch schon wieder irgendwie Wasser eingedrungen. Was macht man denn damit? Hm. Das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, die kommen hinterher. Jetzt kommt schon, Jungs. Macht nicht da hinten irgendwas, sondern lieber hier vorne. Dann macht ihr es richtig. Oh Gott, jetzt ist natürlich wieder Nacht. Es läuft sehr gut. Nicht. Wir müssen hier offensichtlich mal wieder sagen, hey, sweept hier doch mal durch. Gott. Nur Pannen, wir sind heute gar nicht vorangekommen, verdammt. Aber wir haben immerhin wieder etwas mehr Sleetweed Grain. Andererseits hat es uns eigentlich auch gezeigt, dass wir zu viel produzieren. Das heißt, ich werde jetzt erstmal hier so bei denen bleiben, die jetzt hier sind. Ich werde das jetzt nicht großartig übertreiben. So, was sagt das? Das sagt auf alle Fälle schon mal, dass alles mehr oder weniger gut ist. Jetzt müssen wir hier nur noch mal Dinge reinbauen. Zack. Zack. Und natürlich, da kommen sie nicht ran, wa? Unreachable, war ja klar. Auch unreachable. Wie doof ist das denn? Hm. Jetzt steht hier Toasty Surroundings. Warum zum Geier sind hier Toasty Surroundings? Das sollte doch passen. Hm. Merkwürdig das Ganze. Kommen die denn da überhaupt dran? So, wir werden das jetzt hier noch einmal richtig schön sich entwickeln lassen und dann nehmen wir das auch raus. Dann gucken wir mal. Hm. Oh.
Das sieht jetzt nicht gut aus, dass es kaputt gegangen ist. Stress-Vomiting, ja. Was soll ich denn jetzt hier machen? Wieso habt ihr denn schon wieder Stress? Das lief doch gerade noch alles gut. Alter. Ihr müsstet doch jetzt überall eigentlich hinterhergekommen sein. Die Akkus sind mittlerweile auch fast alle aufgebraucht. Ja, klasse. Ich weiß echt nicht, was ich gerade tun soll. Ich meine, ich habe zwei so Massagedinger, aber... Ach so, wegen keiner Energie. Ja, wie soll ich denn jetzt noch mehr Energie gewinnen, bitte? Und wenn ihr da nichts beladet, kann ich da nichts machen. Ich hoffe, dass sich das am nächsten Tag einfach wieder gibt. Sonst hätten wir ein sehr großes Problem. Dass die halt auch ständig duschen müssen, anstatt mal irgendwie produktiv zu sein. Die laufen hier auch rum wie die letzten Trottel, ne? Also eigentlich ist es hier kalt genug. Trotzdem sagt es Toasty Surroundings. Ich weiß nicht, ob wir schon wieder auf den Bug gestoßen sind oder so, aber irgendwas will da gerade nicht. Aber so gar nicht. Ja, das Ding können wir jetzt eigentlich deaktivieren, oder? Das zieht doch bestimmt wieder nur Strom. Nicht mal. Genau, richtig. Macht natürlich das kaputt. Das ist die klügste Sache, wenn wir sowieso nichts zu essen haben. Unglaublich. Gut, wir sehen uns, glaube ich, in der nächsten Runde wieder. Dann, eventuell gehen wir unter, weil sie einfach völlig... die Vollidioten sind und nichts geschissen kriegen hier. Warum auch immer. Ich weiß echt nicht, wo gerade das Problem ist. Die duschen halt ständig, ne? Muss ich alles nicht verstehen. Genau, mach's wieder weiter kaputt. Du bist so ein Idiot. So, wir geben jetzt hier mal Priorität 9. Ich hoffe, dass irgendein Vollidiot dann mal hinrennt und dem Kohle gibt und nicht hier alle nur doof rumstehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Keine Ahnung, was bis dahin passiert. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao. Echt, nur eine Katastrophe hier.